von 1954 an. Und irgendwie ist dann die Geschichte daraus entstanden. Marcel Wedu hat hier eine richtige Schatzkammer. Wie alles begann. Ich, Marcel Wedu, spielte seit meiner Jugend aktiv Fußball. Zu DDR-Zeiten sogar in der dritten höchsten Liga in Gotha und später in Rula. Fußball war meine Leidenschaft. Doch eines Tages wurde alles anders. Bei einer Operation am Knie gerieten Keime in die Wunde. Es folgten zwei weitere Operationen. Das Knie entzündete sich und ich stand kurz vor der Amputation. Ein fähiger Mediziner rettete mich per Not-OP. Ich war am Boden zerstört. Ein Zeitungsartikel über das Leben von Ottmar Walter, Weltmeister von 1954, fesselte mich. Seine Geschichte war meine Motivation. Er wurde mein Vorbild und ich besuchte Ottmar Walter am 25. März 2006 in Kaiserslautern. Es entstand eine Freundschaft. Sein bewegtes Leben faszinierte mich und gab mir viel Kraft, selbst nie aufzugeben. Danke, Ottes. Ein Retro-Trikot von der WM 54 wurde mir geschenkt. Das war für mich die Eintrittskarte, um zukünftig unzählige Fußballlegenden zu treffen. Die Fußballzeitreise begann. Ab dem Jahr 2006 reiste ich kreuz und quer durch das Land und besuchte alte und junge Sterne des deutschen Fußballhimmels. So kam es zu Gesprächen mit Legenden wie Manfred Kaiser, Jürgen Heun, Hansi Müller, Jürgen Grabowski, Rudi Völler, Franz Beckenbauer und noch vielen anderen. Neben zahlreichen Anekdoten bereicherten die Prominenten die wachsende Fußballzeitreise mit einzigartigen Raritäten aus der deutschen Fußballgeschichte. Eine besondere Begegnung hatte ich mit Günter Netzer in Berlin. Mit ihm durfte ich ein Interview führen. Ich fragte ihn: Und wie bereiten Sie sich auf die EM vor? Als ARD-Experte müssen Sie die Mannschaften und deren Spielweise kennen. Guten Tag, allgemein guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Macht mir immer wieder Spaß. Ich bereite mich überhaupt nicht vor. So wie immer. Ich erwarte von meinem Partner Gerhard Delling, dass der sich gefälligst vorzubereiten hat. Mein Vater brachte mich auf die Idee, meine private Sammlung öffentlich zu machen. Er ist für mich nicht nur die wichtigste Bezugsperson, sondern er unterstützte mich auch beim Ausbau der Ausstellung. Die Eröffnung der Ausstellung war am 11. Juni 2010. Mein erster prominenter Gast in der Ausstellung war der ehemalige DDR-Nationalspieler Peter Ducke. Er sagte: Also mir gefällt erstmal alles. Die detaillierten Fotografien, die der Marcel da gesammelt hat, zum Teil persönlich die Leute kennengelernt und aus dem Fußballbereich, aus den früheren Jahren, 40er, 50er, 60er Jahren, 70er Jahren, das ist so genial gemacht. Und die Idee findet Begeisterung bei vielen, vielen Menschen. Hoffentlich kommen noch mehr dazu, was es jetzt schon möglich gemacht hat. Und ja, die einzelnen Persönlichkeiten aus den vergangenen Fußballzeiten, wie Uwe Seeler, Hans Lukowski oder Wolfgang Urban, die kenne ich ja persönlich, oder Helmut Haller. Wir haben uns dann nach der Wende persönlich kennengelernt, haben heute noch Kontakt und so. Und wie der Marcel das dann rüberbringt, hat er mit solchen Leuten noch Kontakt zu haben. Und dann dieses Museum, ich sage einmal, das ist einfach genial. Das müssen die Leute einfach sehen. Die müssen einfach kommen und die müssen staunen und werden auch staunen darüber. Wann folgt das Bundestraineramt? Niemals. Das überlasse denen, die Ahnung haben. Durch begeisterte Gäste wurde auch die Sendung Außenseiter Spitzenreiter auf die Ausstellung aufmerksam und besuchten uns in Tabarz. Das ist ja keine typische Ausstellung, ja? Weil Fotoausstellung. Ja, ich sag mal, bei einer Ausstellung, da ist mal da ein Bild, dann läuft man 2 Meter weiter und ist das nächste Bild. Ich mache halt mit den Leuten und mit meinen Gästen hier eine richtige Fußballzeitreise. Das war mein allererstes Treffen mit Ottmar Walter. Und da hat mich halt unheimlich fasziniert, was der für eine Lebensgeschichte durch hatte. Die sind ja auf Händen getragen worden nach dem Weltmeistertitel und haben aber finanziell ja nicht ausgesorgt gehabt. Wenn man das mit heute vergleicht. Ja. Wo sind denn die DDR-Leute alle? Wo ist das los? DDR mit Manfred Kaiser zum Beispiel, mit den ersten DDR-Fußballer des Jahres. Die erste Gesprächsrunde mit prominenten Fußballern fand statt. Zu Gast waren die ehemaligen Nationalspieler der DDR, Jürgen Heun, Albert Krebs und Peter Ducke.
Die Fußballzeitreise wuchs immer weiter. Bald wurde auch dieser Raum für alle Ausstellungsstücke zu klein. Ein weiterer Umbau erfolgte. So entstand der heutige Vitrinenraum. Am 3. Juni 2012 war Eröffnung. Zu diesem Anlass wurde zur zweiten Gesprächsrunde geladen. Wir begrüßten die ehemaligen Fußballer Eduard Geier, Lothar Kurpiuweit und Dieter Göpel. Anlässlich eines Jubiläums in Tabarz organisierte die Fußballausstellung eine weitere Gesprächsrunde in diesem Jahr. Hierzu begrüßten wir Vera Hohlfeld, Manfred Kaiser, Rüdiger Schnupphase, Marco Engelhardt und Andreas Sponsel. Alle stellten sich den Fragen. Dein momentaner Marktwert beträgt 300.000 Euro. Marco Engelhardt 350.000 Euro. Was meinst du, warum er 50.000 Euro mehr wert ist? Ich denke, das ist deshalb, weil Marco von demjenigen, der das eben da aufschreibt, höher bewertet wurde. Nee, ganz ehrlich, das sind Dinge, das geht immer, das, ich weiß nicht, nach was das bewertet wird. Das entzieht sich eigentlich meiner Kenntnis, wie solche Marktwerte da zustande kommen. Es ist natürlich grundsätzlich entscheidend, dass der Markt, wenn jemand dafür bereit ist, für einen Spieler das und das zu bezahlen, dann bezahlt er das. Und das da jetzt eine Einschätzung zu geben, warum jemand, ja, könnte man sagen, weil er viel mehr Erfahrung hat, viel mehr Spiele, viel mehr Einsätze jetzt auch hat und das rechtfertigt das natürlich. Dann müsste man aber sagen, dass mein Marktwert dann bei 100.000 vielleicht liegen müsste und seiner noch höher. Also das ist ganz einfach schwierig zu sagen. Ich denke, das hat irgendjemand da auf dieser Internetseite eben so veröffentlicht. Grundsätzlich bestimmt der Markt den Preis und wenn jemand bereit ist, irgendwas zu zahlen, dann stimmt das und nicht, was da so im Internet steht. Ist natürlich interessant. Danke für die Information, dass ich das jetzt mal weiß. Sonst bekommt man das ja auch nicht mit. Ich möchte mich jetzt erstmal ganz herzlich bei unseren prominenten Gästen bedanken. Also für Tabarz, denke ich mal, das war heute wirklich ein absolutes Highlight. Die Ausstellung Fußballzeitreise ist kein normales Museum. Es ist etwas Besonderes und der Eintritt ist frei. Jeder, dem es gefallen hat, kann dennoch mit einem finanziellen Obolus etwas Gutes tun. So werden Spenden gesammelt, die halbjährlich an gemeinnützige Organisationen im Kinder- und Jugendbereich weitergereicht werden. Eine Besonderheit ist auch die Unterstützung der Ausstellung durch den Deutschen Hof in Erbil aus dem Irak. Der Besitzer ist ein ehemaliger Tabarzer, heißt Gunter Völker und ist ein Freund der Fußballzeitreise. Was wäre Deutschland ohne Ehrenamt? Eine logische Folge aus der Idee und der Entstehung der Ausstellung wurde der Verein Fußballzeitreise e.V. am 21. Mai 2013 ins Leben gerufen. 13 Gründungsmitglieder fanden sich an diesem Tag zusammen und beschlossen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir wollen etwas bewegen, Gutes tun und dabei Spaß haben. Viele Aktivitäten stehen an. Wir sind auf Sportveranstaltungen und Vereinsfesten mit dem Geschwindigkeitsschussmessgerät dabei, haben nicht nur Fußball im Sinn, so der Slogan unseres Partners FC Rot-Weiß Erfurt, zeigen Geschichte und vermitteln zwischenmenschliche Werte, fördern und nehmen Einfluss auf die Erziehung unserer Kinder. Wir suchen auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, um gemeinsam das Ehrenamt attraktiver zu gestalten. Vereinsleben heißt auch, wir leben es vor. Ein großes Vorbild ist für uns die Fußballlegende Uwe Seeler. Es macht uns sehr stolz, Uwe Seeler mit seiner Traditionsmannschaft als Schirmherren des Vereins gewonnen zu haben. Unser erster Vereinsausflug führte uns nach Hamburg. Das persönliche Treffen mit uns Uwe, für uns ein besonderes Highlight. Auch er persönlich verkörpert die Werte unseres Vereins. In der Vereinsphilosophie steht: Wir vermissen in der heutigen Zeit menschliche Werte wie Kameradschaft, Toleranz, Disziplin, Zusammenhalt und Fairplay. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kinder- und Jugendhilfe, der Hilfe für Behinderte, des Wohlfahrtswesens, der Erziehung und des Sports. Jeder Mensch, ob jung oder alt, ist eine in sich wertvolle Persönlichkeit. Da er grundsätzlich das Potenzial zu Wachstum und Entwicklung besitzt, ist er zu Veränderungen fähig und ist lernbereit. Er hat die Möglichkeit zu handeln, zu fühlen, zu denken, sich zu entscheiden, etwas zu wollen und etwas zu bewegen.
Treu nach unserem Motto, vor uns liegt die Zukunft, wollen wir über den Sport und die Geschichte des Fußballs Einfluss auf die Erziehung und Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen, aber auch generationsübergreifend nehmen. Wer, wenn nicht wir Erwachsene, können unseren Kindern das Leben zeigen? Das Zusammenspiel von Jung und Alt und die Erfahrungen der älteren Generationen machen die menschlichen Werte präsenter. Sport verbindet, schafft Nähe, zeigt, was Menschen mit Idealen, Disziplin und Leidenschaft erreichen können, ist gesund und fördert den Geist. Geschichte zeigt, belegt und erzählt, was schon vorher erreicht wurde, was erreicht werden kann, zeigt Helden und Idole, die Vorbildwirkung haben. Diese Kombination aus Geschichte und Sport nehmen wir als Grundlage für unsere Vereinsarbeit. Die Ausstellung und der Verein Fußballzeitreise gehen einen gemeinsamen Weg. Die vermissten Werte wie Kameradschaft, Toleranz, Disziplin und Zusammenhalt wieder in den Vordergrund des Menschseins zu rücken und erfüllen somit zusammen einen sozialen Beitrag in unserer Gesellschaft. Wer sich von unserer Philosophie angesprochen fühlt, genauso denkt und lebt oder schon lange nach etwas Besonderem gesucht hat, der sollte mit uns Kontakt aufnehmen. Hamburg und Uwe Seeler war für uns ein unvergessenes Erlebnis. Uwe Seeler wünscht der Fußballzeitreise zum Abschied. Ja, für die Fußballzeitreise natürlich herzliche Grüße, viel Erfolg. Und ich glaube, dass ich dafür bekannt bin, dass ich vom Sport unheimlich viel halte, besonders für Jugendliche, weil es, glaube ich, im sozialen Bereich das Beste ist, was man tun kann. Und vor allen Dingen auch für die Integration. Über den Sport kann man fast alles erreichen. Aber das Schöne ist dabei, dass man, wenn man Sport treibt, auch gesund bleibt. Ich wünsche viel Erfolg, alles Gute und toi toi toi. Kommen Sie nach Tabor, das lohnt sich.